Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Ich habe mal wieder ein paar News für euch. Unter anderem zu GTA 6. Da wurde jetzt eventuell verraten, wann ungefähr das Spiel erscheinen wird. Dann Star Wars Battlefront 2 ist wohl das zweite kostenlose Spiel im Juni für PlayStation Plus Mitglieder. Außerdem Dead by Daylight bekommt eine Silent Hill Erweiterung und die Xbox Games with Gold sind bekannt gegeben worden. Wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auch auf die Glocke drückt. Jetzt viel Spaß bei den Nachrichten. Was a group hugs out of the question? Keiner weiß, wann GTA 6 kommt. Jetzt gibt es aber eine Vermutung dank einer Offenlegung von Take-Two gegenüber einer amerikanischen Finanzbehörde, wie sie ihr Geld in den nächsten Jahren ausgeben wollen. Dabei kam heraus, dass Take-Two zwischen April 2023 und März 2024 89 Millionen Dollar für Marketing ausgeben will. Das ist im Vergleich zu den Ausgaben der anderen Jahre mehr als doppelt so viel Marketing-Budget. Einen ähnlichen Anstieg gab es auch vor dem Release von Red Dead Redemption 2. Und deswegen wird eben vermutet, dass dann oder in diesem Zeitraum GTA 6 erscheint. Mal schauen, ob da was dran ist, würde aber meines Erachtens Sinn machen. Erst wurde ja gemunkelt, dass neben Call of Duty WW2 Spider-Man eventuell das zweite Spiel für PlayStation Plus Mitglieder im Juni wird. Jetzt ist aber eine kurze Werbung aufgetaucht und da sieht man neben Call of Duty WW2 dann eben Battlefront 2. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gab es noch keine offizielle Bestätigung, ob dem wirklich so ist, aber das ist schon ein ziemlich konkreter Hinweis. Dead by Daylight ist ja ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, wo ein Spieler gegen vier andere Spieler antritt. Und im Juni wird jetzt ein Zusatzinhalt erscheinen, der so manchen Silent Hill-Fan erfreuen wird. Ein Spieler wird nämlich in die Rolle von Pyramid Head schlüpfen und die anderen müssen dann vor Pyramid Head fliehen. Gespielt wird auf der neuen Midwich Elementary School-Karte. Wann das im Juni kommt, steht allerdings noch nicht genau fest. Wenn ihr ein Xbox Gold-Abo oder Besitzer des Game Pass Ultimate seid, dann könnt ihr euch jetzt auf die vier Spiele freuen, die ihr kostenlos im Juni runterladen könnt. Ab dem 1. Juni gibt es Destroy All Humans, das ist aber nicht dieses neue Remake, sondern wie gesagt das Original. Außerdem ab dem 1. Juni ebenfalls Shantae and the Pirate's Curse. Ab dem 16. Juni gibt es dann noch Coffee Talk und das Shoot'em Up Cinemora. Also sollte man nicht verpassen, wenn man wie gesagt Gold besitzt oder den Game Pass Ultimate. Das waren wieder mal die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Ciao!